kontrollieren können. Das ist, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, nicht immer der Fall. So, eine Bemerkung. Ja, zum einen, Fritz, weiß nicht, muss ich vielleicht nicht extra noch betonen, aber ich mache es trotzdem. Ich bin nicht die Politik. Ja, ja. Also ich bin Beamter, ich bin ja Beamter und ich habe auch kein Problem damit, nicht nur weil ich hier kurz vor der Pensionierung stehe und nichts mehr zu verlieren habe, zu sagen, dass der Zusatzbeitrag in dieser Form ein Homunculus ist. Da sind wir uns vielleicht auch einig. Das war ein politischer Kompromiss und so ist das Leben immer. Wir hätten sonst ohne den MRSA zum Beispiel nicht bekommen. Das ist einfach so und damit muss man dann auch mal umgehen können. Ich glaube aber, dass das Problem der Selbstverwaltung auch auf unterschiedlichen Ebenen uns in den nächsten Jahren sehr viel mehr beschäftigen wird, als vielleicht manchem lieb sein kann. Weil, und das ist sicherlich, da kann man sagen, da ist die Politik nicht konsequent gewesen. Sie ist, kann auch manchmal nicht immer konsequent sein, weil man nicht immer alles auf einmal anpacken kann. Aber durch das ganze Verhältnis von Kollektiv- und Selektivvertrag hat massive Auswirkungen auf die Struktur und die Arbeit der Selbstverwaltung vor Ort. Und wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, und das wurde auch bei den letzten Koalitionsgesprächen intern diskutiert. Müssen wir nicht, wenn wir jetzt sagen, wir machen da den 73, bauen das weiter aus, höhlen wir damit nicht den traditionellen Sicherstellungsauftrag aus? Und wer macht das dann? Ja? Nicht? Also das ist, da haben auch die Länder, also aber da haben viele auch in der Politik, da muss ich mich auch wiederholen, auch den Schuss noch nicht so ganz gehört, weil das muss wahrscheinlich dann erst zu massiven Problemen kommen, dass auf einmal man die Gefahr besteht, dass man eines Morgens aufwacht und stellt fest, unser ganzes altes System ist im Prinzip funktionslos geworden, aber es ist niemand da, also auch die Länder oder die Aufsicht, der entsprechende Funktionen übernehmen können. Und was mich dann persönlich dann auch manchmal ärgert, ist, dass also wenn zum Beispiel innerhalb der Ärzteschaft Verteilungsprobleme auftauchen, dann wird das nicht vor der KV ausgetragen, die Demonstration, sondern von den Länderministerien, die am wenigsten dafür können. Also das heißt, es ist auch so eine Tendenz, immer die Politik für alles verantwortlich zu machen, sozusagen immer den schwarzen Peter, weil in der Bevölkerung ist es sehr leicht, der Politik den schwarzen Peter zuzuspielen, auch dann dafür, dass in der Selbstverwaltung selber im ganz weiten Sinne bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren. Und wenn dann in der Politik auch die Neigung wächst, ich bin jetzt hier bitte nicht für die Botschaft zu bestrafen, die Neigung wächst zu sagen, also wenn das schon so ist, dass wir einerseits eine Vergütungsreform für Ärzte machen, ja, und dabei wesentlich auf die Vorschläge der KBV hören und dann hinterher dafür auch noch geprügelt werden, ja, dann können wir gleich sagen, wir machen es selber. Also diese Gefahr wirklich besteht, also wenn also immer wieder die Politik zum Sündenbock für alles gemacht wird, was in der Praxis nicht so ganz funktioniert, man kann da vieles kritisieren, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn in der Politik unter Politikern die Neigung wächst, verdammt nochmal, dann machen wir es alleine.